Inzwischen hatten wir bereits fast 20.000 Kilometer in Südamerika mit unserem Wohnmobil zurückgelegt. Nach unserem Kupplungsschaden in der argentinischen Pampa standen wir kurz davor, die Reise abzubrechen. Gott sei Dank haben wir es nicht getan. Wir erlebten die gigantischen Wasserfälle von Iguazú. Beobachteten Wale vor der Halbinsel Valdez. Standen an der Südspitze Feuerlands. Feierten auf ganz andere Art Weihnachten und Neujahr. Fuhren durch eine fantastische Landschaft. Wurden von den Menschen immer freundlich begrüßt. Orientierten uns in chaotischen Städten. Unternahmen eine Expedition in den Urwald des Amazonas-Quellgebiets. Und erreichten am 7. März 2010 Cartagena in der Karibik. Nach einer Woche Hotelaufenthalt in Cartagena ging es mit dem Flieger nach Panama City. Wir hatten am Tag zuvor unsere Wohnmobile in den Hafen gefahren, wo sie nun auf das Verladen warteten. Auch in Panama City mussten wir noch einmal einen Hotelaufenthalt ertragen. Man kann nicht gerade sagen, dass das Haus einen gepflegten Eindruck hinterließ. Nachts war die Klimaanlage so laut, dass an Schlafen kaum zu denken war. Den Aufenthalt nutzten wir natürlich, um die Stadt kennenzulernen. Obwohl am Pazifik gelegen, war der karibische Einfluss nicht zu leugnen. Die Häuser waren ein wenig heruntergekommen, aber schön bunt. Man war allenthalben versucht, nach einem Hemingway Ausschau zu halten, den man rauchend auf einem der Balkone vermuten konnte. Auch den Panama-Kanal machten wir natürlich unsere Aufwartung. Wir erfuhren viel über den Stand der Ausbauarbeiten und beobachteten die Schiffe beim Schleusen. Eines der größten Probleme beim Ausbau ist die Bereitstellung der zum Schleusen notwendigen gigantischen Wassermengen. Einen Lichtblick gab es aber noch. Direkt neben dem Hotel war ein Restaurant mit deutscher Küche und vor allen Dingen deutschem Fassbier. Nach einem halben Jahr ohne diese Genüsse konnten wir natürlich nicht widerstehen. Das Schiff mit unseren Wohnmobilen an Bord kam in Colón, am karibischen Ende des Panama-Kanals an. Wir mussten also einmal quer durch Panama. Im Hafen war dann Warten und viel Geduld angesagt. Aber irgendwann hatten wir unsere Fahrzeuge zurück. Der fachkundige Blick ist unverkennbar. Über die Puente de las Americas ging es dann in die nördlichen Teile des Landes. In Cartagena haben der Zoll und die Drogenfahndung unsere Wohnmobile fast auseinandergenommen. Am Tagesziel angekommen, hatten wir zunächst alle Hände voll zu tun, wieder Ordnung zu schaffen. Wir nutzten die Chance aber auch für einen Hausputz.
Am Abend zeigten uns Kinder eines sozialen Jugendprojekts ihr tänzerisches Können. Und weiter ging es. Tagesziel für den kommenden Tag war eigentlich ein Parkplatz an einer Rumfabrik. Stattdessen fanden wir bereits mittags bei einem Abstecher zum Pazifik den Traumstrand unserer Reise schlechthin. Flacher Sandstrand, warmes Wasser, Palmen, soweit das Auge reicht. Abends bei einem Spaziergang lagen uns dann die Sterne zu Füßen. Das Wasser war so flach und ruhig, dass sich der Himmel darin spiegelte und man jeden einzelnen Stern erkennen konnte. Gut ausgeruht erreichten wir die Rumfabrik am folgenden Morgen noch rechtzeitig zur Führung. Nach kurzer Fahrt erreichten wir den zweiten Staat Mittelamerikas, Costa Rica. Auf dem Weg nach San José besuchten wir Cartago am Fuße des Vulkans Irazu. Cartago war die erste spanische Siedlung im heutigen Costa Rica. Es wurde immer wieder durch heftige Erdstöße und Vulkanausbrüche stark in Mitleidenschaft gezogen. Zuletzt im Jahre 1963. In der Basilika Nuestra Señora de los Angeles wird das Gnadenbild der schwarzen Madonna aufbewahrt, zu dem jährlich Hunderttausende von Pilgern strömen. Auf unserer Fahrt in die Hauptstadt erreichten wir im Nebelwald noch einmal eine Höhe von über 3300 Metern und damit den höchsten Punkt der offiziellen Panamericana-Route. Von unserem Stellplatz in der Nähe von San José ging es mit dem Bus zum Vulkan Poás und anschließend zum Wasserfallgarten, einer hübschen Freizeitanlage mit vielen heimischen Tierarten. Das schwere Erdbeben im Januar 2009 zerstörte hier in der Gegend viele Gebäude und Straßen. Die meisten waren erst wieder provisorisch hergerichtet. Auch unser Busfahrer hatte sichtlich Probleme mit der Straße und wir legten die letzten 300-400 Meter zum Wasserfallgarten zu Fuß zurück. Einen besonderen Reiz übten natürlich die Kolibris aus. Sie waren die Stars der Anlage.
Weiter ging es Richtung Arenalsee. Auf dem Weg zum Arenalsee begegneten uns am Straßenrand Dutzende von Leguanen, die sich in der Sonne räkelten. Hier am See, im Schatten des Vulkans, hat sich Franz Ulrich aus Hergiswil in der Schweiz seinen Lebenstraum erfüllt. Neben einem gepflegten Hotel mit bekannt guter Schweizer Küche hat er auch eine Original-Schweizer Bergbahn importiert, die sich für die Gäste über Viadukte und durch Tunnel den Berg hinauf zu einem Drehrestaurant quält, von dem man einen herrlichen Panoramablick über den See und bei gutem Wetter auch zum Vulkan genießen kann. Vom Arenalsee aus ging es via Bus und Boot ins benachbarte Naturschutzgebiet Cano Negro, in dem wieder allerlei Getier bewundert werden konnte. Grenzübergänge in Süd- und Mittelamerika sind prinzipiell nichts für schwache Nerven. Der Wechsel von Costa Rica nach Nicaragua entwickelte sich aber zum Abenteuer. Es war der Samstag vor Palmsonntag und mit diesem Tag beginnt die Semana Santa, die Karwoche. Wie bei uns zum Jahreswechsel wollen in Lateinamerika diese Woche alle bei ihren Angehörigen verbringen. Viele Nicaraguaner arbeiten im reichen Costa Rica und so war es kein Wunder, dass sich viele hundert Menschen vor den Abfertigungshallen drängten. So wie es aussah, hätte der Grenzübergang mehr als 10 Stunden beansprucht. Da half, trotz schlechtem Gewissen, nur noch eins, was in Mittelamerika immer hilft: Dollar, Cash. Noch am gleichen Tag erreichten wir Granada. Granada ist wieder so ein hübsches Kolonialstädtchen. Wir erkundeten es mit einer Kutschfahrt. Die ganze Stadt war bereits in Feierlaune. Am Ufer des Nicaraguasees waren viele Buden aufgebaut und ganze Familienverbände versammelten sich dort zum Picknick. Adiós Cuba, adiós Cuba encantadora. Algún día volveremos. Adiós Cuba, adiós Cuba encantadora. Algún día volveremos. Ya nos vamos a Managua.
Auch eine Beerdigung läuft in Lateinamerika etwas anders ab als bei uns. Stand ein Grenzübergang an, nach Honduras. Fahren in Honduras ist der wahre Horror. Wir hatten mehrmals bis zu 3 Fahrzeuge neben uns, die uns und sich gegenseitig überholten. Und das nicht nur an übersichtlichen Stellen. Wir haben schwere und schwerste Unfälle mit vielen Toten erleben müssen. Eine ganz typische Situation. Einer arbeitet und 4 geben gute Ratschläge. Tegucigalpa ist die Hauptstadt von Honduras. Das Schönste an Tegucigalpa ist eigentlich der Name. Der Rest ist bis auf wenige herausgeputzte Gebäude ziemlich abgewirtschaftet. Straßen mussten wir dicht an den Marktständen vorbei und taten gut daran, unsere Fenster geschlossen zu halten. Zumindest die Geier scheinen sich hier richtig wohl zu fühlen. Einer unserer Mitfahrer hatte genau hier eine Panne und musste 11 Tage auf die Ersatzteile aus Europa warten. Der Arme. Wir trafen am Karfreitag in Copan ein und konnten die Passionsprozession miterleben. Der Berg, auf den die Prozession führte, war steil und es war bei den Temperaturen sicher ein wahrer Bußgang. Auf diesem aus bunten Sägespänen kunstvoll gefertigten Teppich endete am späten Nachmittag die Prozession. Mit Copan näherten wir uns auch langsam den großen Maya-Städten. Die Maya-Stadt Copan entstammt der klassischen Phase der Maya-Kultur von ca. 250 bis 900 nach Christus. Sie erlebte ihre Blütephase um 800 und wurde schon bald verlassen und verfiel. Copan wurde 1576 von dem Spanier Diego García de Palacio in seinem Bericht über eine Inspektionsreise Honduras erstmals wiedererwähnt. Seit dem 19. Jahrhundert wird sie erforscht. Sie gehört, wie die meisten anderen großen Maya-Städten auch, zum Weltkulturerbe. In der Nähe der Tempelanlage konnten wir jede Menge prächtiger Aras bewundern.
Zentrale Bedeutung hatte bei den Mayas das Beispiel. Es war nicht nur Sport, sondern hatte mystische Bedeutung und symbolisierte den Kampf der Menschen gegen die Götter der Unterwelt. Insofern hatte auch der Ballspielplatz in jeder größeren Anlage der Maya und Azteken eine besondere Bedeutung. Darstellung eines Ballspielers auf einer Maya-Vase 7. bis 8. Jahrhundert nach Christus. Typisch für Copan sind auch die kunstvoll verzierten Stelen, die nicht nur in der Tempelanlage, sondern im Umkreis von mehr als 10 Kilometern im Tal des Rio Copan zu finden sind. Auch dieser Schaden war eine Spätfolge der missratenen Reparatur in Rio Gallegos. Natürlich wurde der Spritzschutz nicht wieder richtig montiert. Und so war es kein Wunder, dass sich ein Stein von den Schotterpisten in den Speichen des Lüfters verklemmte und diesen durchschmoren ließ. Erst in Mexico City konnte ich einen neuen Lüfter in Empfang nehmen. Bis dahin musste ich mit einem Lüfter auskommen und entsprechend defensiv fahren. Die Osterfeiertage verbrachten wir in El Zapote, einem Ferienort an der Pazifikküste El Salvadors. Wie man sieht, waren wir nicht die Einzigen. Von hier aus unternahmen wir einen Bootsausflug durch die nahen Mangrovendelta. Hier leben die Menschen wie zu Urzeiten am Wasser und ernähren sich hauptsächlich vom Fischfang und ihren Haustieren. Eigentliches Ziel war ein kleines Dorf auf einer Insel mitten in der Wildnis, wo ca. 500 Menschen leben. Wir waren natürlich angekündigt. Trotz der Ferien war fast die gesamte Dorfbevölkerung angetreten und die Kinder hatten zur Feier des Tages ihre Schuluniformen angelegt.
Nach den Darbietungen der Kinder, der Ansprache des Dorfältesten und einem Rundgang durch das Dorf sammelten wir noch spontan rund $500 für den Bau einer Zisterne. Auf dem Rückweg machten wir an einem Flussrestaurant Station und aßen zum Mittag. Der Fisch war lecker, das Spannendste aber war die Toilette. Inzwischen hatten wir Guatemala erreicht. Hier stießen auch unsere Bruchpiloten Susi und Rainer wieder aus dem Norden kommend zu uns. Abenteuerlich war wieder die Fahrt durch Guatemala City. Unser Tagesziel war jedoch La Antigua, Guatemala. Bis 1773 Sitz der spanischen Kolonialverwaltung. Antigua ist ein hübsches koloniales Städtchen im Schatten des Vulkans Agua mit ca. 35.000 Einwohnern. Die Stadt wurde zuletzt im Jahre 1976 von einem schweren Erdbeben heimgesucht, dessen Wunden noch bis heute nicht ganz verheilt sind. Die bunten Märkte laden immer wieder zu einem Bummel ein. Von Antigua aus ging es weiter zum Atitlansee, der vom gleichnamigen Vulkan überragt wird.
Um unser Ziel zu erreichen, mussten wir auf einer schmalen Straße innerhalb von weniger als 10 Kilometern einen Höhenunterschied von über 1000 Metern bewältigen. Die Straßen sind auch in diesem Teil der Welt nicht überall für unsere Wohnmobile geeignet. Und so wischen wir für einen Besuch des Marktes in Chichicastenango auf einen alten Schulbus aus. Chichicastenango war ein wichtiges Zentrum im Königreich der Quiche. Die Spanier zerstörten die Tempel und bauten auf deren Sockel zwei Kirchen. Das hält aber die Schamanen nicht davon ab, dort mit Weihrauch ihre alten Maya-Riten zu feiern. Als nächstes stand Tikal auf dem Programm. Auch Tikal gehört zur klassischen Phase der Maya-Kultur. Ähnlich wie Copan erlebte auch Tikal seine Blütezeit um 800 nach Christus, um dann ebenfalls in kurzer Zeit an Bedeutung zu verlieren. Spätestens im 10. Jahrhundert war Tikal vollständig verlassen. Tikal war eine der bedeutendsten Anlagen der klassischen Periode und ist eine der am besten erforschten Maya-Städte. Die ersten Siedlungsspuren reichen ins frühe 1. Jahrtausend zurück. Im 2. Jahrhundert begann die eigentliche städtische Entwicklung mit der Errichtung von Tempeln, Stelen und Palasttempelkomplexen. Ein erster Höhepunkt wurde im 5. Jahrhundert erreicht, als eine mächtige Herrscherdynastie einen Kleinstaat nach dem anderen in der Nachbarschaft unterwarf und zu Vasallenkönigreichen machte. Tikal wurde um 1840 wiederentdeckt und seit 1950 wissenschaftlich untersucht. Bisher sind aber nur erst 20% der Bauwerke ausgegraben. Dass auch Tikal zum Weltkulturerbe zählt, versteht sich von selbst. Dieter Richter, ein deutscher Architekt und Wissenschaftler und anerkannter Fachmann auf dem Gebiet, der seit Jahrzehnten hier arbeitet, führte uns sachkundig und spannend durch die Anlage. Über 150, 200. Und das Kuriose daran ist, dass zu dem Zeitpunkt so gut wie keine Tempel mehr konstruiert waren, sondern Paläste. Tempelkonstruktion. Tempel sind das Symbol für die, ich sage einfach Kirche, für die Religion. Paläste vielmehr das soziale Leben, wo das Volk oder auch die Nobelklasse, aber wo halt der Mensch drin gelebt hat. Davon wurden Unmengen konstruiert, Tempel so gut wie nicht mehr. Naturfreunde kommen im Tikal Nationalpark auf ihre Kosten. Die Schilder deuten es an.
Auch Belize durfte natürlich nicht auf unserer Reise fehlen. Damit hatten wir allen mittelamerikanischen Staaten unsere Aufwartung gemacht. Das frühere britische Honduras ist eben nicht durch die Spanier, sondern durch England geprägt. Entsprechend anders ist die Architektur. Aber auch die Landschaft wirkt aufgeräumter und ordentlicher. Wir machten Station an der Blauen Höhle, einem mitten im Dschungel gelegenen kleinen See, in dem man baden und mit den Fischen spielen kann. Auf dem Zoo, der nicht größer ist als der Nevada Zoo, statteten wir einen Besuch ab. Hafen von Belize City, wo auch unsere Wohnmobile einen schönen Platz gefunden hätten, machten wir Mittagspause, bevor es weiter nach Norden bis kurz vor die mexikanische Grenze ging. Der Grenzübergang nach Mexiko war zwar langwierig, aber problemlos. Unsere Reise führte uns an Tulum, der einzigsten Maya-Stätte am Ozean, vorbei nach Pamul. Auf der Fahrt dorthin schien der Himmel alle Schleusen geöffnet zu haben. Wir waren froh, als wir unser Tagesziel erreicht hatten. In Pamul trennt eine Lagune das Ufer vom offenen Meer. In dem klaren, türkisfarbenen Wasser können sich die Fische und die Badegäste nach Herzenslust tummeln. Die Yucatan-Halbinsel wird auch Mayab genannt, was so viel wie Land der Maya heißt, und ragt im Südosten Mexikos in die Karibik. Von Pamul aus ging es ca. 40 Kilometer ins Landesinnere nach Cuba. Die Anlage selbst gehört der vorklassischen Zeit an, die die Archäologen auf das 2. und 3. nachchristliche Jahrhundert datieren. Sie erscheint auf den ersten Blick nicht so eindrucksvoll wie die bekannteren Schwesterstädte, bietet aber den Reiz, dass man sie noch in dem Zustand betrachten kann, wie sie die Forscher bei ihrer Entdeckung vorfanden. Unser Übernachtungsplatz fanden wir in Pisté, ca. 2 Kilometer von der Tempelanlage von Chichen Itza entfernt. Am nächsten Morgen ging es dann zu Fuß zur neben Tikal wohl bekanntesten Maya-Stätte. Es war wieder so ein besonderer Augenblick, als wir mit den eigenen Augen diese grandiosen Bauwerke betrachten durften. Chichen Itza gehört zur späten Phase der Maya-Kultur. Das Schloss ist wohl das bekannteste Bauwerk der Anlage. Zentral gelegen und von großer Bedeutung ist auch in Chichen Itza der Ballspielplatz. Um die heilige Cenote, ein natürliches, kreisrundes Wasserloch, ranken sich viele Mythen. Die Erzählungen berichten, dass in Trockenphasen Menschen in dieses Wasserloch gestürzt wurden, aus dem es kein Entrinnen gab. Für die Geopferten war dies eine Ehre, kamen sie doch auf diese Art und Weise dem Paradies am schnellsten näher. Thank you.
Das Observatorium und die Kirche sind weitere Anziehungspunkte in der weiträumigen Anlage. Schon ging es weiter zum nächsten Highlight nach Uxmal. Uxmal gehört zur späten klassischen Phase der Maya-Kultur im 9. und 10. Jahrhundert. Die Stadt wurde bereits 200 Jahre später wieder verlassen. Über die Geschichte der Stadt ist nur sehr wenig bekannt. Das markanteste Gebäude der Palastanlage ist die Pyramide des Zauberers, die angeblich ein Zwerg mit seiner Mutter, einer Hexe, in einer Nacht errichtete. Auch hier, wie bei allen anderen Gebäuden, liegt der eigentliche Zweck im Dunkeln. Fest steht nur, dass die Pyramide ständig erweitert und verändert wurde. Im Westen schließt sich das Nonnenviereck an die Pyramide an. Der Platz wird von relativ flachen Gebäuden umgeben, deren Fassaden reich verziert sind. Plateau des Gouverneurspalastes hat man einen herrlichen Blick über die gesamte Anlage. Abend erlebten wir dann noch eine Lichtershow mit mythischen Erzählungen aus der Sagenwelt der Mayas. Auf unserem Weg zur letzten großen Maya-Stätte legten wir eine Verschnaufpause in Campeche ein. 1540 kam es an der Stelle der Maya-Siedlung Campeche, was so viel heißt wie Schlangenzecke, zur Gründung einer spanischen Siedlung. Die Befestigungsanlage und die Innenstadt von Campeche gehören zum Weltkulturerbe. Es war ein extrem heißer Tag. Unser Thermometer zeigte 42 Grad Celsius. Die Klimaanlage verschaffte uns kaum Kühlung. Die Wahl der Maikönigin wurde mit einer heiligen Messe gefeiert. Regalo de San Benito para la fiesta de...
Derweil vergnügten sich auf dem Marktplatz die Frauen und spielten in großer Runde Bingo. Palenque liegt in der Provinz Chiapas. Hier schwelt bis in die Gegenwart ein ethnischer Konflikt, gegen den die mexikanische Armee mit äußerster Härte vorgeht. Dabei wurden auch viele nicht beteiligte indigene Völker stark in Mitleidenschaft gezogen. Wir merkten bei unserem Besuch allerdings nichts von diesem Konflikt. Der Tempel der Inschriften und der Palast sind die wohl markantesten Bauwerke in Palenque. Nature. Palenque bildete die letzte Station unserer Exkursion durch die großen Maya-Städten Mittelamerikas. Im Unterschied zu den anderen Maya-Städten ist über die Geschichte von Palenque relativ viel bekannt. So sind beispielsweise die Namen der Herrscher vom späten 4. bis zum ausgehenden 8. Jahrhundert nach Christus bekannt. Auch steht fest, dass Palenque im 6. Jahrhundert ein enger Verbündeter von Tikal war und eine Prinzessin im 8. Jahrhundert nach Copan verheiratet wurde. Warum aber Palenque ebenso wie die anderen großen Maya-Städte in so kurzer Zeit aufgegeben wurde, liegt auch hier weitgehend im Dunkeln. Wir hatten eine kleine Erholung verdient. Die Cataratas der Agua Azul luden uns zu einem Bade ein. Insgesamt bestehen die Wasserfälle aus über 500 einzelnen Kaskaden, die eine Höhe von 2 bis 30 Metern erreichen. Die Fälle verteilen sich auf eine Distanz von über 6 Kilometern und stellen eine touristische Sehenswürdigkeit ersten Ranges dar. Mexiko ist eine besondere Herausforderung für jeden Autofahrer. Zwar kennen wir die Boller und Tumult des auch von anderen Ländern Lateinamerikas, aber was wir hier in Mexiko an Bremsmotivationsanreizen geboten bekommen, ist schon etwas Besonderes. Vor und nach jedem Dorf, in allen Städten hundertfach, auf der Autobahn, vor jeder Baustelle, begrüßen uns die Vibratores und Toppes, wie sie hier heißen, in den ausgefallensten Formen und Anordnungen. Auf dem Weg zum Golf von Mexiko machten Inge und ich in Villa Hermosa Station am Museum La Venta. Hier sind in einer Freilichtanlage monumentale Steinskulpturen ausgestellt, die von den Olmeken im 12. bis 4. Jahrhundert vor Christus geschaffen wurden. Die Plastiken wurden im kaum zugänglichen Sumpfgebiet nordwestlich der Stadt gefunden. Über die Olmeken ist so gut wie nichts bekannt. Sie hinterließen anders als die Maya, außer den gefundenen Steinplastiken, keine Zeugnisse über ihre Kultur und ihre Mythen. Hier erlebten wir eine kleine Geschichte, die die Sicht von uns Eurozentrikern korrigieren kann. Nach einem längeren Gespräch mit einer, nach unserer Auffassung, durchaus gebildeten Mexikanerin überraschte uns deren letzte Frage. Ist es nach Deutschland weit und muss man dahin mit dem Schiff fahren?
Weiter ging es ins mexikanische Hochland Richtung Mexico City. Unterwegs sahen wir wenigstens aus einiger Entfernung auch den Popocatépetl. Zunächst machten wir noch Station im mexikanischen Wolfsburg in Puebla. Hier baut der VW-Konzern seit über 40 Jahren Fahrzeuge für den amerikanischen Markt. Aber nicht aus diesem Grunde machten wir hier Station. Seit 1987 gehört die Altstadt von Heroica Puebla de Zaragoza zum UNESCO-Weltkulturerbe und wir wollten uns diesen Leckerbissen nicht entgehen lassen. Trommelschlägen ließen wir uns in einen Innenhof locken und beobachteten fasziniert indianische Tänze. Nur wenige Kilometer westlich von Puebla befindet sich die Stadt San Pedro de Cholula. Die Pyramide von Cholula ist die vom Volumen her größte Pyramide der Welt. Hernán Cortés ließ im 16. Jahrhundert die Pyramide zuschütten und erbaute auf ihrer Spitze aus den Steinen kleinerer, sie umgebender Pyramiden die Kirche Santa María de los Remedios. Uns wurde erzählt, die kommende Etappe führe uns durch die Randbezirke von Mexico City. Wir waren daher erleichtert, dass uns der mexikanische Automobilclub eine Eskorte zur Verfügung stellen sollte. Wie sich herausstellte, war aber inzwischen eine gut ausgebaute Ringautobahn fertiggestellt, die uns bis auf wenige Kilometer an unseren Stellplatz im Norden der City heranführte. Die Eskorte war also total überflüssig und wir buchten die Kosten einmal mehr auf das Konto Gute Werke. Die Megacity Mexiko besuchten wir mit dem Bus. Erstes Ziel war die Kathedrale und anschließend der Regierungspalast auf der Plaza de la Constitución. Dem gotischen Kirchbau fielen 1573 große Teile des aztekischen Tempelbezirks zum Opfer, von dem heute so gut wie nichts erhalten ist.
Im Regierungspalast bewunderten wir die kolossalen Wandgemälde von Diego Rivera, die die mexikanische Geschichte darstellen sollen. Weiter ging es mit dem Bus quer durch die Stadt zum Anthropologischen Museum, in dem die Schätze der vorspanischen mesoamerikanischen Kulturen ausgestellt sind. Das Anthropologische Museum ist eins der Museen in der Welt, welches man, wenn man in seiner Nähe kommt, gesehen haben muss. Das Museum bringt uns auf eindrucksvolle Weise die Kultur der hier lebenden indianischen Völker näher. Der Juego del Valador ist ein zeremonieller Tanz der Totonacen, einem indigenen Volksstamm Mexikos, und wird seit etwa 500 Jahren ausgeführt. Von der Aussichtsplattform eines Hochhauses verschafften wir uns einen Überblick über die Stadt. Ein Besuch bei den Mariachi-Musikanten durfte natürlich auch nicht fehlen. Die Mariachi-Musik wurde 2011 in die repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen. Stadtteil Guadalupe besuchten wir die Basilika der Jungfrau von Guadalupe. Sie ist das wichtigste Heiligtum Mexikos und einer der bedeutendsten Marienwallfahrtsorte der Welt. Yeah.
stand noch ein Besuch der schwimmenden Gärten im Stadtteil Xochimilco auf dem Programm. In bunt geschmückten Booten ging es durch eine hübsche Parkanlage, die von insgesamt 150 Kilometern Kanälen durchzogen wird. No le hace que sean el diablo, yo también me sé. Was in Mexico City zerstört wurde, kann in Teotihuacan auf eindrucksvolle Weise besichtigt werden. Die Geschichte von Teotihuacan reicht bis ins 6. vorchristliche Jahrhundert zurück. Auf dem Höhepunkt ihrer Entwicklung besaß die Stadt möglicherweise bis zu 200.000 Einwohner und war damit zu ihrer Zeit die mit Abstand größte Stadt des amerikanischen Kontinents und eine der größten Städte der Welt. Ab etwa 650 nach Christus begann ihr Einfluss zu schwinden, bis die Stadt um 750 nach Christus schließlich aus noch nicht vollständig geklärten Gründen weitgehend verlassen wurde. Das Zentrum der Stadt bildete die Sonnenpyramide, nach Cholula die größte Pyramide des amerikanischen Kontinents. Mit diesem herrlichen Blick vom Plateau der Sonnenpyramide zur Mondpyramide ging auch unser Ausflug in die Welt der Maya und Azteken zu Ende. Wir hätten uns noch viele Sehenswürdigkeiten in dieser Megacity anschauen können, aber wir mussten weiter. Das nächste Ziel hieß San Miguel de Allende, ca. 260 Kilometer nordwestlich von Mexico City. San Miguel besitzt eine hübsche und sehenswerte Altstadt im Kolonialstil. Hier erholen wir uns etwas von der Großstadt, bummeln durch die engen Straßen und genießen in einem der vielen schönen Innenhöfe eine Erfrischung. Auf unserem weiteren Weg zum Pazifischen Ozean legten wir auf der Hacienda San José del Refugio eine Pause ein und ließen uns die Herstellung des mexikanischen Nationalgetränks Tequila erklären. Zunächst lernten wir, wann ein Anwesen sich Hacienda nennen darf, und zwar: Es muss ein Produkt hergestellt werden, es müssen Tiere vorhanden sein, für die Arbeiter müssen Unterkünfte zur Verfügung gestellt werden, ein Herrenhaus muss existieren und eine Kapelle muss vorhanden sein.
Was die meisten von uns auch nicht wussten, ist, dass Tequila, ähnlich wie Cognac, ein geschützter Name ist und dass sich nur Brände aus Tequila selbst oder der unmittelbaren Umgebung so nennen dürfen. Tequila wird aus dem Herzen der blauen Agave hergestellt. Dazu wird die etwa 7-jährige Pflanze geerntet, alle Blätter entfernt und nur der ananasähnliche Pflanzenkörper benutzt. Dieser sehr zuckerhaltige Pflanzenteil wird 36 Stunden gekocht, gemahlen und gepresst. Auf diese Art gewinnt man eine 7-12%ige zuckerhaltige Lösung, die anschließend vergoren wird und in einem zweimaligen Destillationsvorgang zu dem weltbekannten mexikanischen Nationalgetränk verarbeitet wird. Anschließend besichtigten wir noch den historischen Teil der Anlage, in dem seit 1870 Tequila hergestellt wurde. Bremsbeläge mussten unbedingt gewechselt werden. Aber bevor es soweit war, musste ich noch ca. 240 km weit und dabei 1600 Meter bergab fahren. Gebremst habe ich fast nur noch durch Zurückschalten. Mit dem Verlassen des Berglandes wurde es auch wieder richtig heiß. Unser Stellplatz lag unmittelbar am Pazifischen Ozean. Direkt machte ich mich daran, die Bremsbeläge zu wechseln, was Gott sei Dank unproblematisch war. Es war wie immer, während die einen arbeiten, liegen die anderen faul in der Sonne. Riesige Mengen Garnelen werden hier gefangen, wodurch der Preis natürlich sehr günstig ist. Wir haben das ausgenutzt und uns richtig an Fisch und Garnelen satt gegessen. Es ging noch einmal 360 Kilometer an der Pazifikküste entlang nach Guaymas. Wir standen in unmittelbarer Nähe eines Hotels mit einem herrlichen Blick auf den Ozean. Die letzten gemeinsamen Tage waren gekommen. Wir nutzten die Gelegenheit, aßen in großer Runde und bedankten uns mit einem Sketch
und einem Präsent bei Jeanette und Uwe dafür, dass sie uns heil und gesund ans Ziel gebracht hatten. Wenige Tage später erreichten wir Magdalena de Quino, unsere letzte Station in Mexiko. Für den nächsten Tag war der Grenzübertritt in die USA angesetzt. Das absolut Unerwartete trat ein. Ich habe noch bei keiner Einreise in die USA freundliche Grenzer erlebt. Aber hier war es so. Keine Schikanen, keine dumme Fragen. Stattdessen versuchte eine junge Grenzbeamtin sogar, mit uns Deutsch zu sprechen. Von Nogales, dem Grenzort, ging es noch am gleichen Tag ca. 110 Kilometer nach Tombstone. Tombstone ist die Stadt von White Earp und Doc Holliday, deren Namen wohl bei den meisten von uns den Puls schneller schlagen lässt. Jeden Tag werden die Schießereien nachgestellt, die die Stadt weltberühmt gemacht haben. Auf dem Friedhof finden wir die realen Ergebnisse der Originalschießereien. Die Grabsteine erzählen ganze Romane. Ging es dann zu einem letzten Whisky in Big Nose Cage Saloon. Hier endete auch der gemeinsame Teil unserer Panamericana-Tour. Es wurde noch einmal viel gelacht und erzählt, aber auch Melancholie kam auf. Nächsten Morgen nahm jeder seinen eigenen Weg. Wir starteten früh, fuhren über Tucson, wo wir beim amerikanischen Automobilclub uns mit den aktuellsten Karten und Informationen versorgten und erreichten am Abend Canyon Village, das Touristenzentrum am Grand Canyon. Geologen schätzen das Alter des Grand Canyon auf 5 bis 6 Millionen Jahre, wobei der Hauptteil der tiefen Erosion in den letzten 2 Millionen Jahren erfolgte. Am 11. Januar 1908 erklärte Präsident Roosevelt den Grand Canyon zum Nationalmonument, bevor er im Februar 1919 als Nationalpark unter Schutz gestellt wurde. 1979 wurde der Grand Canyon in die Liste des UNESCO-Weltnaturerbes aufgenommen.
Monument Valley, dessen grandiose Kulisse uns aus vielen Westernfilmen vertraut ist, war unser nächstes Ziel. Es war wie im Bilderbuch. Die Fahrt durch das Valley mit unserem Wohnmobil war allerdings grenzwertig. Ich muss gestehen, ich war froh, als ich wieder den Ausgangspunkt erreicht hatte. Zurück ging es zum Colorado River. Der Glen Canyon Damm bildet das westliche Ende des Grand Canyon. Der Lake Powell ist ein riesiger Stausee und gleichzeitig ein Erholungsgebiet. Die Natur ist, wie nicht anders zu erwarten, sehr karg, doch reizvoll. Am nächsten Tag ging es durch den Red Canyon, so genannt nach dem kräftigen Rot seiner Steine, zum Bryce Canyon. Auch hier finden wir wieder bizarre Gesteinsformationen, die den Besuch zum Erlebnis werden lassen. Im Bryce Canyon verläuft überwiegend nicht linear. Stattdessen haben sich nach Osten hin offene, halbkreisförmige Felskessel in das Plateau erodiert, die von der Nationalparkverwaltung als natürliche Amphitheater umschrieben werden.
Nacht verbringen wir auf einem Campground im Nationalpark. Weg nach Las Vegas geht es am Pfingstsonntag über den Highway UT-14 kurvenreich durch den Dixie National Forest. Wir genießen in etwa 3000 Meter Höhe die Aussicht auf schneebedeckte Wiesen und zugefrorene Seen. Mittags erreichen wir das Mormonenstädtchen Cedar City. In Las Vegas treffen wir noch einmal auf einen Teil unserer Reisegruppe. Rita, unsere älteste Teilnehmerin, wird in 2 Tagen 73. Allen Grund, das gebührend zu feiern. Bevor es soweit war, hatten wir noch ausreichend Zeit, die Spielhöllen und Bars zu besuchen und das bunte Treiben zu genießen. I'ma go take a quick vacation. I just wanna have fun, live it up tonight. Do things I wouldn't normally try so I can get a little sensation. You can find me in a cab, seeing lights still from 1950. Strippers on the strip, like look at my titties, giving them dirty money, like my name did. Ritas Geburtstag feiern wir dann in Venetian, dem Castello, in dem es so aussieht, wie die Amerikaner sich Venedig vorstellen. Cooper. Now that's a hangover. Ain't nobody sober, 'cause in Vegas the games are never over, and I'm just a joker who's taking queens from the kings, pulling all these slots, and I ain't talking machines. Changing before the club, new shirt and new jeans, buying all of them drinks like what? I won't remember this, I won't remember that. All I know is I'm right where it's all at, 'cause I made it. Wir beschließen den Abend standesgemäß mit einer Fahrt in einer Stretch-Limousine auf dem Las Vegas Boulevard, dem Strip. Nachdem dienstbare Geister unaufgefordert am nächsten Morgen mir wieder klare Sicht verschafft haben, geht es auf schnellsten Wege nach San Francisco. Thank you.
Wir genossen noch einmal die bezaubernde Atmosphäre dieser Stadt und warteten auf unseren Sohn und unsere Schwiegertochter, die unser Wohnmobil in den folgenden 3 Wochen nutzten und bis nach Vancouver fuhren. Inge und ich fuhren für ca. 10 Wochen nach Hause, um ein kleines Mädchen auch persönlich kennenzulernen, das während unseres Aufenthalts in Quito auf dieser Welt eingetroffen ist.